Gut, gehen wir nochmal kurz zur ersten Mannschaft. Da wollte ich ja noch ein paar Spieler verkaufen. Wir haben ja genug Rechtsverteidiger. Dann können wir auch gucken, wie das aussieht. Auf den Transfermarkt setzen. Einfach für den Kauf, genau, akzeptieren. Dann, ja, so viele Torhüter brauchen wir nicht. Robin Bizius. Zack. Dann haben wir noch Peric. Wobei drei Innenverteidiger wäre ganz gut. Mit ZOM spielen wir eher weniger. Deswegen kann eigentlich hier Junior Pereira weg. Steht eigentlich hier irgendwo, dass er ausgeliehen wurde? Das wäre die Frage. Anscheinend nicht, sonst würde ich den nicht auf den Transfermarkt setzen können. Weil Ranier ist ja eigentlich, wie ihr wisst, oder war ausgeliehen ein Jahr lang. Aber haben die anscheinend nicht. Auch mich stört das nicht unbedingt, Mike. Weil auch früher Anstoß hatte nie echte Spielernamen. Das haben halt immer die Fans, die Community, reingepatcht. Und ich bin jemand, auch wenn ich ein Football-Manager oder wie er Football zum Beispiel zocken würde, ich würde 20, 30, 40 Saisons mit einem einzigen Verein spielen. Irgendwann hast du sowieso keine echten Spielernamen. Also mich stört das jetzt nicht so ganz. Es sind die echten Spieler, nur halt ohne echte Namen. So, der Vorstand. Saisonziel, Meisterschaft gewinnen. Okay, Pokal. Pokal gewinnen. International nicht qualifiziert, weil es den halt noch nicht gibt. Stimmt, dann haben wir keine Dreifachbelastung, dann brauchen wir sowieso keinen so großen Kader. Wert des Kaders fast 1 Milliarde. Bisschen runter, würde ich sagen. So 400 Millionen Euro runter. Gebäudeanlagen, Bankguthaben. Das Personal. Aber wie gesagt, wenn ihr echte Spielernamen wollt, müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Da wird es auf jeden Fall kommen noch. Von FM-Zocker wird es auch bald geben. Ich meine, die haben ja jetzt schon, wie ihr seht, echte Spielernamen, echte Vereinsnamen, echte Vereinslogos. Deshalb einfach ein bisschen geduldig sein. Das Spiel ist heute erst released worden, die Early Access. Aber ganz wichtig, wenn ihr es jetzt holt, kriegt ihr 22% Rabatt. Also ich habe bei Steam 23,99 € bezahlt statt 30. Es ist auf jeden Fall überhaupt nicht teuer. Also ihr könnt da, denke ich mal, schon reinluchsen, wenn ihr wollt. Und sowieso bei Steam kann man es 2 Stunden lang zocken. Wenn es euch nicht gefällt, dann wieder zurückgeben. Okay, das Stadion hätten die auch ein bisschen schöner machen können, oder? Kein Dach, also nur hier ein Dach. Dann die Nord- oder Südtribüne eine Etage höher als alle anderen hier, als die Haupt- und Gegengerade. Und eine Ecktribüne ist einfach am höchsten von allen. Das sieht sehr interessant aus. Oder? Und vor allem nur 42.000 Plätze. Ja, gut. Es wird gerade ausgebaut. Achso, die Jugendschule. Ah, hier rechts seht ihr also alle Einrichtungen, die es gibt. Das Coole wird auch sein, man wird auch Straßen, Bahnhöfe, Restaurants bauen können. Ihr könnt eine eigene Bratwurst verkaufen. Aber das muss man halt leider. Beziehungsweise darauf muss man halt auch noch ein bisschen warten. Das kommt halt auch erst mit der Zeit. Also man kann auch sehr vieles nicht machen. Deswegen. Man kann ja trotzdem jetzt Saison spielen mit. Ich mache jetzt ganz normalen BVB-Let's Play. So, die Umgebung. Ah, kann man schon ein bisschen bauen, ne? Ja, bei Anstoß aber, wie gesagt, ne, ein Jahr müsst ihr auf jeden Fall geduldig sein. Danach könnt ihr ruhig gehypt sein. Hundertprozentig gehypt. Aber wo kann ich das denn bauen? Ach, hier, okay. Ich dachte, ich könnte selbst bauen. Mann, X-Artrax. Es gibt einen 3D-Modus, allerdings jetzt nur vorgefertigte Situationen vor dem Tor, die sich immer mal wieder wiederholen können. Also zum Beispiel eine Flanke von rechts, in der Mitte ein Kopfball, der drüber geht. Oder eine Flanke von rechts, ein Kopfball, der reingeht. Oder eine Flanke von rechts, ein Kopfball, der an die Latte geht. Sowas halt. Aber jetzt nicht komplettes Spiel. Nur einzelne Situationen. Gerne, gerne, Atrax. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt und ich sie beantworten kann. Soweit ich weiß, gut, Old Apo ist das noch nicht drin. Dann bauen wir mal für 12 Millionen Straßen. Blöcke. Ah ja, gut, hier kann man das Schaden erhöhen. Genau, es gibt keinen 3D-Modus auch für Stadion, so wie früher. Ob es irgendwann kommen soll, weiß ich leider nicht. Man kann ja auch anscheinend nur die Ränge erhöhen, wie man im Hintergrund auch gut sehen kann, so halbwegs. Ah, da. So. Gehen wir erstmal 3 Ränge, dann 4 Ränge. Und das seht ihr auch, das kostet so 2, 3 Euro. Kann man direkt von 2 auf 4 zum Beispiel.
Aber wie sieht es denn aus mit einem Dach? Ah, ein Dach kann man auch machen. Kannst entscheiden, ob du Stehplätze, Holzsitze, natürlich in der Bundesliga Holzsitze, wer kennt es nicht? Wahrscheinlich auch Dixi-Klos auf den Sitzen. Wäre auch noch gut. Sicherheit klein, Durchschnitt beste. Also du bist beste einfach. Ein Plastikdach. So 10 Vögel setzen sich oben aufs Dach und das Dach knickt einfach eng ein. Gut, auf jeden Fall ganz schön teuer. 16.000 neue Plätze kosten über 100 Millionen, zumindest wenn du von Rang 3 auf 4 bauen möchtest. Wenn du jetzt von Rang 2 auf 4 zum Beispiel bei den Ecktribünen sind es nur 40 Millionen. Nur. Machen wir mal. Das ist der Nordblock. Das ist doch kein Nordblock. Naja, gut. Alles klar, das wollte ich nur kurz anschauen. Ich werde das jetzt eh nicht bauen, ist ja klar. Die Finanzen gucken wir uns noch kurz an. Einnahmen, Ausgaben. Okay. Warum steht hier Restaurant? Moin Bex, wenn ja, wie weit runter kann ich in den Ligen gehen? Und dann kann ich auch einen eigenen Verein gründen. Du kannst aktuell nur einen bestimmten Verein wählen oder mit einem zufälligen Verein starten. Oder du kannst auch eine echte Managerkarriere starten, aber einen eigenen Verein kannst du nicht erstellen. Es gibt die englische, deutsche, französische, italienische und spanische Liga. Und überall, also in Deutschland auf jeden Fall die erste Liga, die zweite Liga, die dritte Liga. In den anderen Ländern, soweit ich das verstanden habe, auch. Also es gibt überall mindestens die zweite Liga. Also kurz gesagt, alle Top-Nationen bis zur dritten Liga runter. Genau, oh gut, Restaurant ist weg. Atrax, Dankeschön für dein Follow. Herzchen geht raus. Schön. So, gut, Old Apo, gucke ich mal ganz kurz. Sehr gerne, Bex. Sehr gerne. Aber ich habe hier noch nichts gefunden hier mit Bestechung, Doping und so weiter. Normalerweise war das ja immer im Finanzbereich, ne? Hier hast du ja wirklich in Anführungsstrichen nur die Übersicht. Kredite kannst du nehmen, Details im Konto. Kannst dir genau anschauen, was hier passiert ist. Also weil es auf jeden Fall Statistikfreunde sollen auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und ich bin ein riesen Freund von Statistiken. Die Early Access Version Akul kostet 29,99 €. Es gibt aktuell einen Rabatt von 22%. Das heißt, ich habe nur 23,99 € gezahlt. Wenn irgendwann in über einem Jahr die Vollversion rauskommt, soll es etwas teurer sein. Also vielleicht 10 € oder so, aber das weiß ich gerade nicht. So. Auf Steam, genau, ein Langnaldo. Du kannst es, glaube ich, auch bei Keysellern kaufen, jetzt bei GOG. Aber da kostet es, glaube ich, 2 € mehr bei GOG. Also macht es wenig Sinn. Also Steam ist schon hier die billigste Alternative. Okay, es gibt ja auch schon Erfahrungspunkte. Auch für jeden Sieg gibt es Erfahrungspunkte. Song zählt den Kaderwert um 10% erhöhen. Okay, und irgendwann wird das ein bisschen schwierig, den Kaderwert zu erhöhen, wenn du einfach die besten Spieler hast. Moin, FM Talentschmied. Hallöchen. Wie geht's? So, hier habt ihr die Tabellen. Bist du mal gespannt? Ja, ich bin auch gespannt. Eine Statistik, die ich auf jeden Fall haben möchte, ist eine ewige Tabelle. Ich liebe die ewige Tabelle. Die gibt es leider nicht beim Football Manager. Sieger der Champions League. Oh, natürlich. Der erste FC Nürnberg. Ist ja klar. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, Talentschmied, es ist halt eine Early Access Phase, ne? Und vieles kommt erst noch. Also es gibt nicht mal internationale Wettbewerbe, deswegen. Nationale Wettbewerbe gibt es, also den Pokal. Da, ewige Tabelle. Oh, es gibt eine ewige Tabelle. Ja. Ah, ich liebe ewige Tabellen, ne? Weil dann habe ich immer richtig Langzeitmotivation. Zum Beispiel, wenn man irgendwann einen eigenen Verein erstellen kann mit einem Editor, startest du ganz unten, steigst auf und dann arbeitest du dich wirklich so langsam nach oben in der ewigen Tabelle, ne? Darauf habe ich so Bock. Oder du sagst zum Beispiel, du nimmst Carl Zeiss Jena und willst ihn von Rang 19 auf Rang 10 oder 5 oder 10 bringen. Alemannia Aachen dürfte auch noch relativ weit unten sein. Ja, auf Rang 46. Die waren also etwa 3-4 Saisons, würde ich sagen, ne? Der WSV ist hier. Oh, das stimmt nicht ganz. 77 Punkte. Ah, die haben, glaube ich, die 2-Punkte-Regel hier noch mit eingerechnet. Okay. Das ist natürlich interessant. Ah ja, sieht man, ja. Die 2-Punkte-Regel wurde ja eingesetzt und es wurde nicht alles auf 3 Punkte umgerechnet.
Okay, was haben wir hier noch? In den Optionen. Genau, man kann die Chancen anzeigen. Mache ich mal. Da haben wir so einen kleinen 3D-Modus im interaktiven Spieltag. Gucken wir mal. Moin, Wolfsmesser. Es geht runter bis zur dritten Liga und vorhanden sind alle Top-Nationen Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien. Genau. Genau. Talentspiel. Aber nur aktuell am Anfang, ne? Weil es gibt gerade einen Willkommensrabatt. Normalerweise kostet der Early Access, die Early Access Version 30 Euro. Mail automatisch löst nach einem Monat, okay. Geschwindigkeit, Wochenablauf, langsam, normal, schnell am schnellsten, okay. Sacktreter, 1953, Dankeschön. Bitte lass meinen Sack in Ruhe, ja? Das wäre nett. Jo, Hallöchen zusammen. 23:30, ja. Genau, Kickers Offenbach ist in der Regionalliga. Exakt. Ja, Mike, das wird auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, es gibt hier so eine Roadmap, wo drin steht, in welchem Quartal des nächsten Jahres was gepatcht werden soll, auch was in diesem Jahr noch gepatcht werden soll. Die wollen halt langsam alles erst einfügen. Genau, Punkt. Allgemein, was kann man noch machen? Die Auflösung könnt ihr hier umändern. Ich will euch einfach mal alles zeigen, was es gibt, ne? Ein Vollbild, randloses Fenster, ein Fenster. Na gut, Monitor kann man nehmen. Widescreen. Sprache Deutsch, Englisch. Dann könnt ihr die Musik ändern. Die Stadionatmosphäre machen wir ein bisschen höher, oder? Stumm werden minimiert? Nein, nein. Warte. Komisch. Trainingslager gibt's auch. Ja, gibt's auch. Muss ich gleich mal suchen. Mach mal die Atmosphäre voll hier. Anwenden. Ich habe fertig. Team. Training. Ich weiß gerade nicht, wo das ist, aber es gibt Trainingslager. In China, Australien, Deutschland, Europa allgemein, USA. Wo ist das denn? Kann der Co-Trainer machen? Kalender? Wo ist denn hier der Kalender? Natürlich, man kann auch hier alles machen, ne? Genau, Training? Nein, Training ist ja. Ja, genau, Microsoft. Es kommt auch im Multiplayer im nächsten Jahr. Gott, zweites oder drittes Quartal nächstes Jahr, da freue ich mich auch sehr. Das wird schön. Da werde ich auch auf jeden Fall, wenn es reibungslos funktioniert, schön. Moment. Ich suche gerade noch. Finanzen, Optionen. Ich will da auch einen Multiplayer erstellen und zusammen mit euch zocken. Ihr Netzwerk gibt es natürlich noch nicht. Scouting. Das kommt aber auch noch, Kammelkatze. Nächstes Jahr. Man kann Spieler scouten, suchen, Netzwerk, Transfermarkt. Ah ja, genau, der Transfermarkt. Wie sieht er denn überhaupt aus? Wenn jemand von euch mir gerade gleich sagen kann, wo ein Kalender gibt, würde ich mir sehr freuen. Zum Beispiel, wir wollen hier einen Rechtsaußen haben, richtig? Das war ja die Position, die uns fehlt. Dann suchen wir einfach mal einen Rechtsaußen, oder? Also. Mal gucken, wie das funktioniert. Alter machen wir mal so 26. Stärke. Maximal ist egal. Sturm. Sturm. Achso. Ausblenden kann man. Gut. Suat Göller. Rechts außen könnte Leroy Sane sein. Serge Gnabry eher weniger. Wo steht denn unser Transferbudget? Aber wir müssen eigentlich genug haben, ne? Probieren wir es mal mit Suat Göller. Verhandeln wir mal. So, am 8. Moin Kids of Rage. Vom FM-Zocker, die haben schon einen Patch reingetan, aber Originaldaten jetzt nur Vereinsnamen und Vereinslogos. Einen Moment. Ich muss kurz hier im Chat wieder danach suchen. Ich kann es jetzt sofort hier reintun. Auch alle Leute, die das über YouTube schauen, ich werde das mal auch in die Videobeschreibung reintun, den Link. Also wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne mal direkt dann es runterladen. Das wird natürlich immer weiter verbessert, ne? So. Suat Göller. So wenig Gehalt will er. Das ist doch schmackhaft. Gerne, Kids of Rage.
Mr. Nubinger, es gibt ja keinen echten Spieler, also denke ich mal eher weniger. Nee, Talentschmidt, ich nehme gleichzeitig Videos auf für mein Let's Play und würde es dann später hochladen. Unterschreiben. Oh, das geht ja schnell. So, wir können 63,49 Millionen zahlen. Dann machen wir so. Ja, geht doch noch, geht noch. Schreiben wir. Ja, jetzt weiß Nubiger, muss ich gleich mal schauen. Ja, genau, Bartux. Multistream ist nicht gern gesehen. So, der VfL will auch direkt unseren Finn Pollack haben. Aber ich finde, auch wenn die Spielernamen nicht echt sind, zumindest jetzt die Vereinsnamen und die Vereinslogos, das ist schon ganz cool. Das bringt dann schon ein bisschen mehr Stimmung rein, finde ich, oder? Ach, kommt schon. Ach, unterschreiben. Gut. Tägliche Transfers und neue Sponsorenangebote sind verfügbar. Ja, man muss immer auf weiter drücken, nachdem man das gemacht hat. Interessant. Okay, der Wochenablauf endet nicht direkt im Büro, sondern man muss selbst Büro drücken. Alles klar. Gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz in den Kader. So. Anscheinend gibt es hier kein Mukoko, Mr. Nubinger. Mike, im Multiplayer gibt es noch nicht. Der kommt erst nächstes Jahr im zweiten oder dritten Quartal. Rein vom Alter her. Vielleicht ist er hier in der U23. Das müsste ja wirklich ein Stürmer sein, der einfach super talentiert ist. Haben wir den noch in der Jugend? Ah, hier ist der Jugendkader, stimmt. Ne, auch hier würde ich sagen. Komisch, ne? Keiner von denen sieht für mich aus wie Yusuf Mukoko. Der ist ja eher so Stürmer, hängende Spitze. Wir sind ja hier am 10.07.2022. Also, er müsste ja 17 sein. Ne, nicht unbedingt. Aber wo wir schon gerade hier sind, was sind denn so die großen Talente? Sortieren wir natürlich auch gut. Oh, okay, das ist sehr cool, Leute. Es gibt eine G-Jugend sogar. Sogar schon mit 5 Jahren. Also es gibt Bambinis. Okay, das ist wirklich sehr cool. Dann wäre es natürlich noch geiler, wenn man, wie ich das vorhin gesagt habe, in der Akademie den Jugendtrainingsschwerpunkt je nach Jugendbereich ändern könnte. Ja, das ist wirklich Hammer. Das ist schon ganz geil. Das ist schon ganz geil. Hast ja wirklich die 5- bis 6-Jährigen. Siehst du direkt, was ein Riesentalent ist. Bestimmt wird das auch hier und da sich ändern. Erstmal aus Spaß. Dann kann ich jetzt den Carsten Scholz. Ah, ich kann ihn in die Akademie aufnehmen. Okay. Ich kann ihm noch keinen Vertrag anbieten. Schade. Moin, Marzi Dazi. Es ist bei Verhandlungen Spieler bzw. Sponsoren die Hände von früher. Wie meinst du mit die Hände von früher? Moin Capino TV. Ja, also ich gucke mir gerade erstmal hier alles so einzeln an. Hier und da merkt man schon so ein paar Kinderkrankheiten auf jeden Fall noch. Dass, man muss schon damit rechnen, dass es hier und da Sachen gibt, die nicht unbedingt gut funktionieren. Es sieht okay aus so auf den ersten Eindruck. Die Musik im Hintergrund, das ist Original Anschluss 2-3 Musik, das ist geil. Vieles ist doch gar nicht hier drin. Es gibt keine internationalen Wettbewerbe, aber das haben die auch schon vorhinein gesagt. Also, ich sag mal so, man sollte den Early Access vielleicht nicht zu viel auf einmal spielen, sondern vielleicht mal jetzt zocken, wenn ein Update kommt, wieder vielleicht ein bisschen zocken und immer so peu à peu gucken, wie so der Verlauf sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, weil erst einmal, wie gesagt, da gibt es halt noch nicht so viele Sachen drin. Vieles wird noch kommen, es wird einen Multiplayer geben. Wenn der FM-Zocker, also die Community, neue Patches rausbringen wird, wird es auch wahrscheinlich wieder echte Spielernamen geben. Es wird mehr Ligen geben. Ein Editor gibt es ja auch erst im nächsten Jahr. So, gehen wir jetzt kurz in die Aufstellung. Da haben wir doch den neuen geholt, ne? Da, Göller. War der nicht stärker vorhin?
Sorry, ich gehe immer ganz weit raus hier mit der rechten Maustaste. So, zack. Und rechts außen. Yeah. Witwer kommt dann auf die Bank für niemanden, weil du nicht gut bist. Wobei, Hamidou brauchen wir ja gar nicht. Hamidou ist der hier, ne? Genau. Das heißt, links außen haben wir Radatz und Hamidou kann man dann auch verkaufen. Auf Transfermarkt setzen, Kauf. Das ist relativ einfach. Auch der Verkaufen alles, das ist ja auch schon sehr ähnlich wie im letzten Anschlussteil. Da hat es nichts geändert. Wie schnell die schon Angebote machen, ne? Tottenham Hotspur, wie ihr seht, auch im Ausland. Mit der Hilfe von FM-Zocker jetzt echte Vereinsnamen und Logos. So. Dann hier Renier Zamalek in Ägypten. Man kann die nicht spielen, aber auch das ist immerhin ganz wichtig. Es gibt immerhin die Vereine aus dem Ausland auch. Die können hier zumindest Angebote machen. Du kannst selber hier auch die Ablösesumme angeben, wie du möchtest. Oder auch nicht. Okay, das kann man noch nicht. Das geht noch nicht. Nee, das ist mir ein bisschen wenig. Wirklich jetzt? Hallo? Ah, jetzt geht's. Hey? Moment. Einmal 12. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Okay. Einfach abwarten, Tom Prosper. Ich sage immer, man darf nicht vergessen, es ist ein kleines Entwicklerstudio, die nicht super viel Budget haben, also sollte man da nicht zu hart mit denen sein. Das ist unser dritter Keeper, den wir abgeben wollen. Immerhin gibt es Angebote für Spieler. Bei Yahoo Football zum Beispiel war es ja ein Problem, dass häufig einfach es gar keine Angebote gab. Das ist schon mal ein Vorteil, würde ich sagen. Gut. Aber das hier gefällt mir alles. Ne? Vor allem hier hinten das Stadion sieht schön aus. Hast du Lust auf Fußball? Wir suchen dich. Tag, Tag. Ein wunderschön. Herr Prosper. Man kann eigentlich immer machen, am schnellsten. Gibt ja keinen Grund, es langsamer nach vorne laufen zu lassen, ne? Na, auch weiter vielleicht? Darf ich nicht? Da, weiter. Ach. Die Klamotten sind der Weiter-Button. Die Auslosung im Pokal. Gucken wir uns das mal an, wie das so abläuft. Das sieht cool aus. Aber hier gibt es leider keinen Heimvorteil für die Amateurvereine. Da sollte man auf jeden Fall auch noch ändern. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Ja, das gefällt mir. So. Wir spielen zu Hause gegen Teutonia Ottensen. Aber es ist ja wirklich bei jedem Verein so, ne? Dass es vertauscht ist. Oder wir kriegen noch auswärts recht, sozusagen. Das wäre ein bisschen komisch. Ich liebe diesen Song, ne? Ich liebe diesen Song. Ein Trophäenschrank gibt es wohl auch noch nicht. Suchen, man kann Sachen suchen. Was passiert, wenn ich hier hingehe? Also Spieler suchen, okay. Was kann man eigentlich noch hier so... Gehen wir mal zur Zentrale. Wo ist unser Kalender? Ich will immer noch wissen, wie man... Ja, Training. Okay, Training macht ja... Der Co-Trainer für dich. Ja, macht auch gut. Kann man wie immer selbst einstellen.
auch Einzeltraining veranlassen. Hier kannst du die Sachen selbst machen. Zentral, das scheint was mit Trainingslager. Da bin ich mal gespannt. Wo haben wir hier ein Trainingslager? Ah, warte, Kalender? Nee. Naja, aber hä? Auslosung vom DFB-Pokal gehört zur Kategorie Trainingslager. Ich kann alles filtern, okay. Ah, das ist unser Postfach, jetzt verstehe ich. Gut, das ist für mich aber kein Trainingslager. Merkwürdig, ja. Ja, das sind halt, es gibt halt viele Sachen, die noch geändert werden müssen, aber gut. Seid geduldig. Entweder ihr sagt, es kostet nicht viel, ich kaufe es mir trotzdem, weil es halt nicht so viel kostet. Oder ihr sagt, ich warte lieber einfach, bis zumindest ein paar mehr Sachen gefixt wurden. In der Beta gucke so lange bei anderen Streamern, YouTubern vorbei oder warte einfach allgemein. Und es hatte schon lange gedauert vom letzten F-Anschlussteil bis zum jetzigen. Da kann man noch warten. F1 und 10. Ah, hab sie geholt? Ja, dürfte bald sein vom FM-Zocker. Du meinst ja die Original-Spielernamen, ne? So, jetzt gehen wir mal zum allerersten Match. Da bin ich mal gespannt. Oh, dieser Song. So ein bisschen lauter. Das ist gut. Ich liebe es. Weg Kindheitserinnerungen. Das ist das Schönste, oder? Das ist doch das Wichtigste. Solange es das schafft, kann man zufrieden sein. Aber auch das hier, 20.000 Zuschauer, nur, obwohl wir natürlich Borussia Dortmund sind, kann man auch noch ein bisschen ändern in meinen Augen, aber okay. Auch das sind Sachen, einfach mal abwarten. Mahlzeit, ja, einen Moment, zack, da hast du ihn. TH3H3NKR, wie auch sonst. Gerne. Hab den extra schon gespeichert, den Patch. Und Dankeschön auch für dein Follow. Aber die haben nur originale Vereinsnamen und originale Vereinslogos. Spielernamen sind noch nicht drin. Okay, wir haben jetzt gerade auf sehr langsam eingestellt. Oder? Erste Chance. Das ist der 3D-Modus, den wir haben. Gabriel Moritz mit der Chance für Augsburg. Macht ihn anscheinend nicht rein. Was ist das hier? Sind an den Realen angelehnt. Also es sind die echten Spieler, man sieht auch Alter, Position und Nationalität sind identisch. Die sind halt nur umgeändert, ne? Weil die halt keine Lizenzen haben. Kann ich hier nicht ändern, die Geschwindigkeit ändern? Müssen wir jetzt diese Geschwindigkeit nutzen? Hallo? Ja, anscheinend ja. Und das Komische natürlich auch, am Anfang konnte ich... Ah, 1-0. Jamal Bremer mit dem 1-0. Stefan Affenberg. Affenberg. Der hat sich bestimmt gefreut, dass man ihn Affenberg genannt hat, oder? Ja, also was ich sagen wollte, das Komische ist, dass die Trikots am Anfang auch irgendwie selbst erstellt werden mussten. Alle Trikots sind am Anfang weiß. Wie auch jetzt vom Gegner, vom FC Augsburg. So sahen unsere Trikots am Anfang aus. Ich musste die selbst erstellen. Moin Moin Levent, 1991. Ein wunderschön. Das heißt selbst erstellen, ne? Also Design und so gab es jetzt nicht wirklich. Du konntest jetzt nur die Farben ändern. Wahrscheinlich auch ein Early Access Bug. Oliver Huhn. Also ich kenne wenig Namen von früher. Ich weiß, ja, wenn ihr mir die vom BVB sagen würdet, würden die wieder zurückkommen, aber... Das hat er meistens vorher mit Dortmund gespielt. Das ist halt auch cool, so diese alten Fake-Namen. Okay, wir nehmen gleich auf jeden Fall eine höhere Spielgeschwindigkeit. Genau, FV München, ja, ja. Genau.
Das waren Zeiten. Das war wirklich mein allererster Manager.